erzählt, aber das stimmt gar nicht. Normalerweise sind viel teurer als Pokémon. Normalerweise sind die besten. Du bist cool. Ich speichere erstmal. Später werde ich hier irgendwie so eine Szene, dass ich plötzlich im Knast lande oder so. Das heißt Krypto-Knast. Und ich stehe so Game Over. So. Echt, das ist jetzt echt interessant. Ich dachte, jetzt müssen wir nur noch grinden und Pokémon befreien und plötzlich ist da so ein Typ. Ja, du bist der Bengel, ne? War ich? Ich war keine Nummer Diss. Das Ufo bewegt sich auch nach links. Da brachte mir doch einer. Und ich dachte, ich kann den Diss ruhig verschenken. Hab sie ja selbst irgendwo gefunden. Ich krieg sie nicht wieder. Ja, shit happens, Alter. So, warte mal. Wo muss ich jetzt hin? Hier sind ja ein paar Leute mehr. Bist du der Bengel? Was? Du hast 5 Ufo Diss? Wie viele ist davon wohl insgesamt Gegner? Tja, weiß ich nicht. Ich sag ja diagonal Disc. Du magst mich nicht. Ich war schockiert, aber so... Das dreht sich wie ein Uhrwerk. Wer ist denn hier... Wer hat mir die letzte geschickt? Byte. Okay, das war jetzt hier der Computer-Fuzzi. Ja. Das heißt, wir reden jetzt mal mit Byte. Vielleicht weiß er ja noch mehr. Der ist ja ständig im Internet oder so. Der muss ja irgendwie so ein Hacker-Tool haben, um das da irgendwie... Hack dich in die Datenbank. Schon wieder mit dem PC reden. Farodin, diese Bilder im Fernsehen, kann es denn wirklich wahr sein? Das ist doch absolut unmöglich. Ich glaube an deine Unschuld. Wenigstens einer. Was sagst du? Kniewitz. Was sagst du? Kling. Ach, Farodin, ja. Oh, wir waren schon lange im Labor. Alzheimer. Mann. Du bist doch noch so jung. Ich glaube, es hackt hier. So, muss ich jetzt hier irgendwie so ein dummes Kind suchen oder wie? Wer sieht denn hier verdächtig aus? Bist du ein Bengel? Hm. Ich hab dich schon gehört, jetzt hat Professor Kobe erwischt. Liegt daran, dass die Krypto-Hunde so schwach sind? Ist der gegnerische Trainer so stark? Warte. Du siehst doch da oben ganz schön. Opa, du warst das. Liegt hier irgendein Kerl im Zimmer? Nö. Genau. Holst ihn aus Bett, schlägst ihn zusammen. Ja! Du hast mich zum Verspottet. Bist du ein Bengel? Verstanden, wenn ich Spionen auftauchen, stehe ich abseits und erschrecke sie mit einem lauten Schrei. Und wenn sie dann verwirrt sind, greifst du an und machst sie fertig. Das ist der Plan. Was wollt ihr? Die Spüren sind schon gefangen? Pa, ihr lügt doch. Mein Partner hier ist echt clever. Seine Pläne funktionieren immer. Und diesmal klappt es auch bestimmt. Oh, ihr seid beide genauso dumm, ey. Da bist du der? Ah, Helden. Die Helden des Kids Network. Ich habe alles gehört. Ihr könnt euch verwandeln, oder? Könnt ihr auch fliegen? Was bist du denn für ein Fan-Kitty, Alter? Bist du, Alter? Was? Ihr habt Professor Kolber besiegt? Ja? Ihr Schweine. Was geht ab? Was geht denn jetzt ab? Ich sag die Wahrheit, ihr Schweine! Mein Lord. Oh, Achtung, kreative Pokémon voraus. Alter! Ich bin heute so kreativ wie der Entwickler der Japan-Flagge. Ich hab schon nur gekleckert. warte mal. Plop, Donnerblitz, ey. Was könnte die neue Japan-Flagge sein? Ich bin natürlich mit Ami jetzt voll am falschen Pfad hier. Yeah. Hier schmeckt Eisstrahl. Nicht so effektiv, toll. Normalerweise kann das Stampus alleine machen. Der blitzt jetzt tot und fertig. Wo soll ich denn wissen, dass der Typ mich plötzlich angreift, ey? Der mit seinen fetten Wahlen da. Fick dich, Wahl! An sich ist Weilord ja voll niedlich. So, Donnerblitz. Windstoß. Hey Weilord, du fettes Vieh, beweg dich endlich und schlag mich, damit ich schließlich zurückpanschen kann mit einem Donnerblitz mitten ins Gesicht, in die Fresse da rein. Dab, dab, dab. Oh Gott. So, irgendwelche nutzlosen Angriffe. Yay! Voll diese Macht, ey. Nervblitz. Ich sehe es einfach positiv, ich krieg für den Kampf mehr Geld. Ah, du warst schon mal nicht das Kitty. Nur ein Fan von Professor Kelly und Dave. Ja, hab ich da wirklich keine Chance gegen die? Nein, hast du nicht, du bist schlecht. Geh nach Hause. Wenn du ein Zuhause hast.
Professor Kurbelwesen und all die anderen sind jetzt wohl sowieso am Lagerturm wieder. Solltet ihr nicht einmal darin euch vielleicht sehen zu lassen? Waren wir schon längst. Pisskind. Was ist denn was mit dir? Der alte Kerl aus dem Schrotthandel konnte schon mit Maschinen umgehen, als ich noch ganz jung war, als Mino August noch mit Trier wartet und die verschiedenen Maschinen bedient. Ja, das ist schön. Ist hier unten irgendwie ein dummer Bengel? Hier, du, was ist mit dir? Team Krypto sind also diese Leute, die Pokémon benutzen wollen, um die Welt zu reisen. V, die Navi ist es aufregend, ich sehe nicht, ob ich hier kann. Ja, das ist toll, aber ich suche einen Bengel. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier gucken soll. Ich meine, er ist in Orkus, ja, ist toll. Ist nicht so schwer, einen Typen zu finden, der so aussieht wie du. Ich glaube kaum, dass er als ich rumrennt. Das glaube ich schon. Vielleicht muss ich in den Spiegel gucken oder so und mich dreimal im Kreis drehen und Farodin sagen. Farodin. Nein, das ist ein Mädchen. Wer sieht denn hier so aus wie du? Ich gehe mal in den Shop rein, vielleicht steht da jemand. Genau, du zufällig bedrohst gerade jemanden mit deinen Tukete. Hier ist hier dein Kopf, ne? Was ist mit dir? Der Typ neben mir, jetzt hat er mich angesehen und so komisch grinst unheimlich. Anfangs fand ich es sehr seltsam, aber es ist wirklich nicht schlecht, wenn die Leute auf einen aufmerksam werden. Anscheinend habe ich eben noch eine besondere Ausstrahlung. Hehe. Gay Kuppel. Wollt ihr eine alte Geschichte mal erinnern? Jetzt gerade nicht. Also wirklich, die Jugend von heute, keine Zeit immer in eine. Wenn das so ist, dann habe ich jetzt auch keine Zeit. Was macht denn da? Hektik, Hetze, eine, ah! Die kriegt bestimmt deine Herz. Der macht Help. Ich frag jetzt am besten nicht, was mit diesem Spiel los ist. Madame Venus, oh bitte komm zurück. Somewhere over the rainbow. Boah. Ey, was ist mit dieser Stadt los? Haben wir zu immer noch, ja. Hektik, Hetze, eine, ah! Der kann irgendwann nicht mehr. Ey, der kollabiert doch später. Steht da noch ein Grabstein. Mann. Seid ihr coole Kids? Endlich hat er... Man hört ja... Ich war endlich mal hier oben. Stellt euch vor. Nimm wir dann 20 Worte. Ist hier irgendwer drinne? Nö. Sprechen wir nochmal mit der Arbeiter. Ich hab keine Ahnung, wo wir hin sind. Wisst ihr schon die Ordnung? Ey, wo soll denn hier noch wer sein? Hier ist doch die Tuse. Du bist Trainer, oder willst du und kommst du an den Turnieren teilnehmen? Nein. Ach nein, du sollst sie so nehmen. So, weil ich wette, wenn ich ja gesagt hätte, will sie auch kämpfen. So, warte mal. Aber hier ist nirgendwo dieses verfickte Kind. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Muss ich im Kolosseum gucken, oder? So, wir benehmen die berühmte V-Disc. Danke sehr. Die nach oben fährt. Ja. Ich gucke mich nochmal überall um. Ich habe sonst echt keinen Schimmer, wo ich hin soll. Ich bin echt verwirrt, dass ich überhaupt mal so weit gekommen bin. Den hat bestimmt auch nicht. Nee, der hat einen Makuhita, der ist cool. Was ist mit dir? Glaub ich nicht. Bist du der Bengel? Ich warte schon lange auf Madame Venus, ob ich nur zu geduldig bin. Du wartest immer noch! Oh, du dummer Typ. Komm hier raus. Ach, hier war das Fernsehstudio. Hier war noch eine Kiste. Hier ist Zerstörung. Hier ist nichts. Okay, dann hier nicht. Wo könnte ich denn noch suchen? Ah nee, und da unten geht's ja zu diesem komischen Orkus Express. Okay, dann würde ich sagen, wir fahren nochmal in irgendeine andere Stadt und warte darauf, dass ich noch eine E-Mail bekomme. Weil ich habe echt keinen Plan. Wer war das denn? Ich werde hier einfach beschuldigt wegen irgendwelchen Scheiß, die andere getan haben und... Ich frage mich immer noch, wo dieser Jogger da seine Nummer her hat.
Stimmt. Ich gebe doch nicht meine Nummer einfach an irgendwelche fremden Leute. Habe ich doch von Mutti gelernt. Kannst du noch was ein? Huch. Mhm. Ey, Plot-Twist. Ey, wehe. Made an Ferribin. TV-Live-Übertragung. Ich bin bald, bitte sieh sofort an, was gerade im Fernsehen läuft. Was, Alter? Bau mir einen Fernseher in meinem PGA ein, dann reden wir drüber. Alter. Gut, dann renne ich da eben hin, kein Ding. Mal gucken, wo er gerade ist. Sehr verehrte Zuschauer, wir senden Ihnen exklusiv diese erschütternden Bilder eines rasenden Pokémon, das einen Trainer angreift. Sehen Sie hier eine exklusive Aufnahme von unserem Reporter an der Wüstenbar. Okay, auf. Alter, Nami! Navi! Na, da! Da! So, schreib dich bloß nicht an. Du bist über der Wüstenbar, alle weg. Farudin, los, guck dir den Fernseher. Keiner kopiert mich! Ich glaube, es sagt hier jetzt. Jetzt gibt's aufs Maul. Jetzt ist hier Zappenduster. Was liegt da doch? Guten Abend, wir berichten live von den Ereignissen an der Wüstenbar, wo gerade ein schockierender Übergriff stattgefunden hat. Ich bin Scanly. Gerade als wir dachten, der Kampf sei vorbei, tauchte ein weiterer Trainer im gleichen suspekten Outfit wie der erste Angreifer auf. Wir fragen uns, wie sich die Ereignisse hier vor Ort etwas entwickeln werden. Bleiben Sie am Apparat, mein Name ist Scanly und ich berichte live von der Wüstenbar. Was sagst du denn? Oh, du schon wieder. Ich habe schon wieder verloren. Aber wieso bist du auf einmal in doppelter Ausführung hier? Wer bist du? You are not me. Hohoho, diese Ähnlichkeit ist wahrlich verblüffend. Ich bin du und du bist ich. Das verstehst du nicht? Im Moment gibt es sowieso nur eins, was du verstehen musst. Du wirst mit mir kämpfen. Yeah, cool. Von Finsterling Farudin. Finsterling? Finsterling? Ey, das ist so verwirrend. Garados und Milotic. Das ist Milotic, kenne ich auch gerne. Ich wüsste jemanden, der jetzt voll Bock auf den Garados hätte. Oh, ich hab Stabust. Ich freue mich gerade dezent. So, warte mal. Donnerblitz auf Milotic und Eisstrahl auf Garados, weil Garados gleichzeitig noch Drachen ist. Ja, bitte. Toll. Aua, 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 aua! Ist gut hier! Mensch, Kiddings! Wow! Oh, Melodie kriegt auch was auf dem Maul. Schön! Hydro-Pumpe? Nein! Hallo, lässt du Stambus? Wehe, wehe, wehe! Oh, ey, Mistvieh! Ey, ich glaube, es hackt. Der geht mir jetzt schon auf den Keks hier. Oh, du hast die Schwächsten mitgenommen. Awesome. Egal. Numi, los! Krieg ich hin. Ich brauch keine starken Pokémon für den Typen. Hey, warum bist du nicht sehr effektiv, du Bitch? Drache. Wasser. Klingelt. Powerblatt. Melodik. Anni, Items. Muss Stampus wiederbeleben. Ohne Stampus wird das hier gleich echt ungemütlich. Noch ein Vitalkraut, dann hast du eine Runde gespart. Jo. So, Numi, hau raus. Ha. Das hat keine Wirkung. Yeah, ich bin Garados und ich bin mächtig und... Ah, ey, wie Anni das erstmal aushält, ey. Natürlich. Alter! Wow. Er pisst mich dezent an, der Typ. Wirklich verblüffend. Okay, ich mach's anders. Ich greif Garados an. Donnerblitz auf Garados. Stoff. Ja, setz eine Top-Genesung ein, du Scheißvieh. Mann. Er hat dich genau kopiert, er weiß genau, was du machen würdest. Wow, dieser Damage. Wow.
Komm, Greifer. Mach ich tot. Tot, 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 tot. So, jetzt werde ich ungemütlich hier. Jetzt werde ich sowas von ungemütlich. Alter. Ich glaube, es hat hier. Voltenso. Lässt sich drum streiten. Eisstrahl. Lass mich raten, du machst auf Anni, weil sie Wasser ist. So. Toll. Voltenso. Das nehme ich nicht, weil es ist Flug und Wasser, ist er gleich tot. Keks ist Unlicht und Eis. Ich nehme Renn. Ja, hallo, danke, so. Es wird Attack. So. Wie? Oh, nee. Was hast du denn? Er hat Blitzfänger. Ich hab's gewusst, ey, das ist dumme Bitch-Vieh. Mach es tot. Weißt du was hier? Biss und... Donnerwelle uncool. Ey, ich hab das Gefühl, er hat alles da, damit diese scheiß Melodik nicht stirbt. Haha, Synchro. Bodyguard. Er kommt ein bisschen spät, ne? So, Renn, mach es bitte tot. Oder auch nicht. Ich vertraue jetzt einfach mal ab. Ne, warte mal, Stambus greift als erstes an. Du musst Donnerblitze mal auf das und Vieh. Und dann Rennen. Items und dann heilen. Weil ich glaube, sonst ist sie ewig paralysiert und habe ich echt keinen Bock drauf. Tschüss. Bitch. Dann habe ich endlich Melodik töten. Da habe ich schon einen Elementarvorteil und dann lassen die mich nicht. Hundemann. Ah, Hundemann. Da bräuchte ich jetzt Anni wieder. Aufstopp. Okay, so war mal. Anderer Plan. Donnerblitz. Items. Kraftwurzel. Auf Stampus. Weil wenn Stampus mir abkribbelt, bin ich sowas von tot. Flammenwurf. Auf weh. Stopp. Ja, weil auf Stampus war er gerade hier. Sag mal, ist gut jetzt? Danke. So, sie dürfen sterben. Er ist immer noch nicht tot. Willst du mich verarschen? Nein, eine Minute darf ich sterben. Das ist mir so wichtig. Ey. Besonders ist es einfach nur nervig, das Vieh gerade. Staub. Stopp. So, renn bitte mit Biss töten jetzt. Okay, ich merke schon, worauf das hinausläuft. Stampus macht bitte nochmal Donnerblitz. Renn heilt bitte jetzt nochmal Stampus. Ich hab ja Zeit! Oh. So, danke. Jetzt bitte töten. Danke sehr. Dummes Mistvieh. Mein Devil-Pokémon. Dramatischer Tod und so. Drama. Okay. So, jetzt kann ich mich halt wieder konzentrieren. Amaldo. Nice. Beide Pokémon gerade scheiße. So, also hier... ich bräuchte eigentlich jetzt gleich mal Anni wieder, weil die sind beide nämlich anfällig auf Wasser. Bei Amaldo ist nämlich aber Gestein. Auf Hundemann Blitz einsetzt, kann so auch. Und Renn belebt jetzt mal Anni wieder. Na gut, belebt er.
So. Der weiß ja schon, wie man kämpft, ne? Ja, hau rauf, du. So. Oh, schön. Sehr schön. Nicht schön. Nicht fair. Nicht fair. Okay, ich brauche mal eben eine Taktik. Oh, warte mal, Anni. Ah, ja, danke. So, wobei, Anni hätten wir auch noch, aber ich glaube, Annis Angriff ist größer, also Spezialangriff. So, Kamm, Surfer, bis. Ah, Mann. Durchhalten, durchhalten. Boah. Komm, Anni, tank. Tank that shit. So. Komm, Wundemon geht down und Amaido auch. Komm. Oder zumindest starken Schaden. Okay, das ist fast... Oha, das wird knapp. Das Ding ist schon mal tot. Oder auch nicht. Ich habe doch sowas auf Wundemon. Ja, ich dachte auch. Egal. Felswurf. Scheiß Angriff. Ich hasse so eine Angriffe. Ist gut, danke. So, Angriff, Surfer, Renn-Items, Kraftwurzel. Sabbel mal ein bisschen mehr. Ich bin gerade zu ernst, um zu sabbeln. Ich muss mal. So, ja, das ist keine Ausrede. Das ist aber echt so. Nein! Oh, Alter. Gegenschlag, böse. Warte, wir haben's doch gleich. Du willst doch nicht auf den Stuhlbänkel. Oh, dann geh. Aber es wäre ja nichts für mein Fuß ist eingetragen. Ja, ich kämpfe hier gegen voll die starken Pokémon. Was willst du tun? Da, endlich, das Scheiß. Es ist auf 20. Wow. Da weiß ich ja schon, zumindest schon mal eins, was ich zusammen mit Remorai trainieren werde. Au. Au. Okay. Items. Meisterball. Es ist zwar auf Level 20, aber trotzdem, man weiß ja nie. So. Items. Meisterball. Tauschen mit Pokéball. Kampf. Bis Amaido. So. Jetzt gib mir das Teil. Ey, ganz ehrlich, die Leute lassen sich von einem Level 20er Totgetik mobben. Ist es das wert? Wow. Setz Top-Genesung ein! Gut, dann hauen wir jetzt einmal noch drauf und haben es gleich. Surfer bis... Ach, ich hätte doch Mondschein machen können, ich Dummi. Ach, fuck. Egal. Oh, ja, geile Kombi, geile Kombi. Wiihu! Instant-Hit-Kombo. Schon wieder Instant-Hit. Critical. Meh. Ich bin so dumm. So, jetzt krieg ich wahrscheinlich Millionen von Euro von denen. Finsterling-Parodien. Wirklich, du bist ich und ich bin ganz schön gut. So, was passiert jetzt? LOL. Okay, Plot-Twist. Warte ich jetzt auf Nana? Ich muss gar nicht auf sie warten. Gold Planet, na na, das Torgetik war nur auf Level 20. Troll. So, wollen wir mal weitermachen. Ich bin Simulator, ein Meister der Verwandlung. Und hiermit habe ich deinen Ruf gründlich ruiniert. Na, was sagst du jetzt? Gwahaha. Die Fernsehtuse?
Unglaublich, der Trainer, der mit seinem Pokémon-Menschenangriff war ein Doppelgänger des jungen Mannes. Das ist eine vollkommen neue Entwicklung. Wir berichten live und exklusiv vom Ort des Geschehens. Da sieht man es wieder. Das Original ist eben noch unschlagbar. Ja. Du hast meinen Ruf gar nicht ruiniert, Bitch. Nur ich möchte gerne jetzt nach Fenak und ins nächstbeste Pokémon-Center. Sind die nicht wieder aufgepäppelt? Glaub nicht. Meinst du? Guck doch mal. Fuck. Ich finde so unsere Taktik mir immer am besten. So, Pokémon. Da, siehst du? Mir schwächt. Der musste sein. So, ist jetzt alles wieder Happy Joy Joy? Hab ich jetzt alles geschafft? Ich bin der Bürgermeister, ne? So, ich halte meine Pokémon. Mein Gott, was ein Heckmeck hier, ey. Das müssen sie noch mal zum Rest reinklatschen, ne? Schön die Drama Queen. Die müssen noch irgendwie das letzte Pokémon da irgendwie. So, warte mal, sind wir jetzt wieder kosher? Hallo, bleib hier! Es tut mir leid, nein, ich will nicht mit dir reden, ich muss mich sonst entschuldigen. Ich hab alles im Fernsehen gesehen, tut mir leid, dass ich dich verdächtigt habe. Um dir zu zeigen, wie leid es mir tut, werde ich so lange um diesen Brunnen herumlaufen, bis du sagst, dass ich aufhören darf. Du rennst doch eh schon die ganze Zeit um den Brunnen. Ach, egal. Mein Job ist done. Ja. So, darf ich jetzt meine Pokémon trainieren oder kommt noch irgendwas? Und ist noch dünn. Jetzt gibt es wahrscheinlich noch einen Doppelgänger von Navi oder so. Nee, anscheinend nicht. Jetzt ist alles gut. Yeah. Wobei, wie viel haben wir jetzt schon aufgenommen? Muss ich mal schauen hier. Nix. Nee, ich glaube nicht. Mal 1, 2, 3. Mal gucken. Ich bin mir noch nicht ganz schlüssig. Aber anscheinend hören die Leute jetzt mal auf, mich zu mobben. da, guck. Toki Dick. Ladevorgang ist lädt und lädt. Da. Ich würde sagen, das nehmen wir auch... Nee, wie machen wir denn? So, das sind beides 20er. Wie können wir denn zusammen mitnehmen? Remoraid. Toll, top. Habt ihr gut gemacht, Peebles. Mein Gott, für so einen Kack. Für so ein Vieh. Muss man sich nicht den Arsch aufreißen. Aber jetzt haben wir zumindest die Liste richtig voll. Musst du so sehen. Yes, boom. Ja, was soll denn noch kommen? Nana, dein Ernst. Konzentrierst dich jetzt bitte mal darauf, was wir hier machen. Tu ich doch. Ey, wenn man das Geräusch später in der Aufnahme hat, ne? Oh, lass es, das klingt eklig. Du bist eklig. Bah. Du bist bah. Kannst du mal wann anders in den Fingernägel fallen, ey. So, sonst habe ich nie Zeit dafür, also lass mich. Also mich interessiert mich doch für Pokémon. Pokémon muss man auch die Krallen schärfen. Abimpfen. So, das kommt rein. Ey, zurück. Welcome to my Ines. Oh Lord. Ey. So, Hubeluff. Aus Hubeluft wird auch voll das süße Pokémon. Captain Timo on duty. Captain Timo on duty. Captain Duty on Timo. Sei nicht zu. Timo ist zu niedlich. Nein. So, hier erstmal speichern, damit wir die ganzen Plot-Twists nicht mal machen müssen. Und es... Game broke. Also wir müssen 48 Pokémon befreien. Viel Spaß. Holy shit. Machen wir das jetzt noch? Weiß ich nicht. Warte mal. Ich guck nochmal. Bock, weniger Bock. Aber wir müssen auch was anderes noch aufnehmen. 2, 3 eben. Also, dann machen wir das so. Drei, Leute, liebe Leute, wir machen das so. Wir beenden erstmal für heute hier, zumindest bei Pokémon Colosseum, die Aufnahme, weil wir heute noch was anderes auf dem Plan haben, was mit Aufnehmen zu tun hat. Und daher würde ich mal sagen, das nächste Mal, wenn ihr wieder einschaltet bei Pokémon Colosseum, werden wir anfangen, die ganzen Krypto-Pokémon auf den Duelberg da
zu pushen, sie dann zu befreien, um dann schließlich irgendwann dieses Spiel zu Ende zu bringen. Jetzt haben wir ja den schlimmsten Pot. Den schlimmsten Pot haben wir. Das Klo. Ja, den Plot-Twist, meinte ich. Haben wir den hinter uns und ja. Möchtest du noch was zum Schluss sagen, Nanidan? Nee, keine Ahnung. Nö. Nö. Alles klar. Nö. Okay, Leute, denn... Nö. Alles klar, Leute, dann sehen wir uns das nächste Mal, wenn wir wieder bei Pokémon Kolosseum mit dabei sind. Wir sind eure Freundentropfen. Bis dahin und tschüss.